Shvasa Gadyasana ist eine Variation von Shvasa Gamanasana, die Stellung, die den Atem in Gang setzt. Shvasa Gadyasana will insbesondere das linke Nasenloch öffnen. Raffaela, Yoga-Ausbildungsleiterin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Von der Hockstellung ausgehend beuge das rechte Knie, hebe das rechte Knie so hoch, dass das Knie in der Armbeuge ist, also in der Achselhöhle. Dann bringe das Gewicht des Oberkörpers, soweit es geht, auf das rechte Knie. Beuge das linke Knie und bringe die Ferse unter den Damm bzw. das Perineum und gib dann die rechte Ferse an den linken Fuß bzw. linker Fuß und rechte Ferse berühren sich. Und dann kannst du noch die Unterarme verschränken und den Kopf ganz leicht nach rechts fallen lassen. Nach einer Weile spürst du, wie das linke Nasenloch sich öffnet. Und das ist das Charakteristische dieser Stellung. Du willst dein linkes Nasenloch öffnen. Wenn du also zum Beispiel Wechselatmung üben willst und das linke Nasenloch ist zu, dann übe diese Form von Shvasa Gadyasana, die auch bekannt ist als Vama Shvasa Gamanasana.